Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3 Götterdämmerung. Ja, im letzten Part haben wir zwei Trolle besiegt. Und in diesem Part schnappen wir uns hier die zwei Schattenläufer. Schade. Hätte ja klappen können. Nicht. Obwohl, das klappt auch. Sag ich doch. Das klappt auch. Ja. Wir haben es fast geschafft. Wir haben fast ganz Myrtana von Monstern abgesucht und ausgerottet. Und ja, das hört sich extrem... ja, abstoßend, sage ich jetzt mal an. Aber so ist es. Wir haben wirklich Viecher ohne Ende gejagt. Bis zum bitteren Ende. Wir haben wirklich jeden Winkel versucht abzugehen. Da sehe ich noch eine Eidechse da oben. Die darf nicht überleben. Also erst zu der Eidechse, bevor ich mich hier an die Nashörner ranmache. Denn auch keine Eidechse darf vor uns verschont werden. Nieder mit euch Eidechsen. Hier unten ist auch noch eine. Nieder mit dir! Nieder mit dir! Na los! Hör auf zu lenken und mach sie fertig. So, haben wir das auch erledigt. Gut, einmal die 9 noch. Das Menü Nummer 9, wie ich im letzten Part oder davor dem Part sagte. Hi. Das war voll in die Blutwege reingerannt. Natürlich. Natürlich bin ich vergiftet. Animation, ne? Furchtbar. Man hätte es ganz einfach machen können. Nein, man muss seine Animation wählen. Warum hast du da jetzt so rumhantiert? Komische Blutfliege. Die wollte mich wohl doch nicht töten. Wo ich dir einen Pfeil in die Brust geschmettert habe. Ja, ganz schön brutal wird das hier, sage ich euch. Ganz schön brutal. Habe ich jetzt brutal gesagt? Brutal. Wie Brutus halt. Oh, das ist ja süß. Drei Wildschweine. Die drei Schweinchen. Und keiner konnte was ausrichten. Ich bin einfach zu mächtig. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall, ich weiß. Aber wir sind echt stark geworden. Ich weiß noch, wie ich am Anfang die erste Folge Probleme mit Scavenger hatte. Jetzt ratzen wir einfach alles weg. Und eigentlich, ja, wollte ich das als Bogenschütze machen. Ich bin auch gut dabei als Bogenschütze. Aber mit dem Schwert geht das gerade alles ein bisschen fixer. So, haben wir das hier auch erledigt. Bis hierhin, okay. Ja, das sieht gut aus. Dort die Seite hatte ich ja auch gemacht.
Fehlt eigentlich nur noch die Seite hier, ne? Also müssen wir den Einfluss dort noch lang gehen. Das ist wieder ein Clipping-Fehler. Sehr schön. So, erwarte ich das. Da sind die Sumpflurker, okay. Da muss ich auch aufpassen, weil die können auch vergiften. Und wenn wir das haben, können wir nach Tredis. Endlich mal nach Tredis gehen. Und ich habe vergessen, ich wollte gucken, wo ich den Teleportschrein finde. Ganz kurze Pause. Dann gucken wir da mal. Ich sollte vielleicht auch endlich mal die Sachen hier bei mir lassen. Das ist noch meine Statistik vom Bloody. Und meiner Rückkehr. Hier sind meine Todescounter noch. Krass. Itemliste. Scheiße, 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 scheiße. Die kann ich auch langsam mal wegschmeißen. Ist nämlich nicht mehr aktuell. Meine Modding-Unterlagen und hier. Sucking Gods. So, Tredis in der Schatzkammer. Okay. Wow, jetzt habe ich hier voll den Salat, ey. Den Blättersalat ohne Ende. Mach dort hinten mal rein. Da kann mir nichts passieren. So. Nee. So. Es gibt nämlich einen Helm, den ich gerne haben würde. GFG Unterstrich Pull Unterstrich Plate. Unterstrich PA. P-R-A-E-T-U-R unterstrich Hint. Unterstrich 01. 1. Jetzt bin ich gespannt. Wow, der hat sogar weniger. Er hat weniger als der Helm.
Es sieht fast gleich aus. Gibt's den auch als 02? Nein, natürlich nicht. Okay. Den wollte ich eigentlich haben, weil den gibt's nicht im Spiel zu kaufen. Leider. Bringt mir aber auch nichts, weil er weniger Schutz hat. Wow. Hätte ich das mal vorher gewusst. Hätte ich mir die ganze Mühe nicht gemacht. Ach, ich muss noch den Marvin-Modus deaktivieren. So. Synth-Lurker. Du bist so gut wie tot. Sei denn, du versteckst dich weiter hinter dem Stein. So, gib mir deine Blase, Ekel. Wenn man sich so vorstellt, dass man ihm die Blase rausnimmt. So, einmal die Nummer 5. Ist Gift nicht eigentlich entzündlich? Wow. Bitte mach das nicht. Weg mit dir. Ich sagte weg. Sehr gut. Alle drei getötet. Ohne einen Kratzer. Bin echt gut. Herrscherkraut bekommen. Schildkröte? Why? Noch eine Schildkröte, okay. Sehr gut. So, wir gehen immer weiter, bis wir nicht weiterkommen. Denn wir wollen alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Grundstücke. Sehr nice. Sehr, sehr nice. So, einmal die Heilwurzel. Hier noch was? Jetzt nicht euer Ernst. Ich komme nicht mal zu der Truhe. Och. Okay, das ist echt scheiße. Wow. Ernsthaft, Leute. Okay, das war's. Gibt es dann nichts mehr. Nicht mal mehr die Truhe. Das Wasser hat auch schon keinen Bock mehr. Okay. Dann würde ich sagen, sollen wir jetzt nach Tredes oder nach Gaydon? Ach, wir gehen erstmal nach Tredes. Guckt euch diese Clipping-Feder an.
Sehr schön. Haben wir alles geschafft? Ich habe sogar eine Viertelstunde weniger gebraucht als gedacht. Und es wird bald schon wieder dunkel. Was willst du? Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Natürlich habe ich zu tun. Aber ich kann dir auch einfach auf die Nerven gehen. Kümmer dich besser um deinen Kram. Nee. Erstmal Pause machen. So, ist das alles? Ein paar Kisten, ein bisschen Holz, ein paar Fässer und ein paar Teppiche? Wow. Absolut wow. Okay. Sorry, ich musste dieses bisschen töten. Was willst du, Mora? So, das bedeutet, dass noch Pferdemist. Hier ist ein Belia-Schrein. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Lass mich. Ich frage mich, ob der sauer reagiert, wenn ich ihm die Waffen wegnehme. Quasi vor seiner Nase. Das sind noch nicht mal wertvolle Waffen. Schmieden ist verdammt anstrengend, weißt du das? Glaube ich dir, mein Freund. Das glaube ich dir, mein Freund. Halt! Keinen Schritt weiter! Glaubst du, Taurus kann Gorn besiegen? Keine Ahnung. Wer ist dieser Gorn? Kommt Taurus manchmal hier vorbei? Nein, nie. Warum stellst du so viele Fragen? Los, verschwinde! Du musst weiter! Ah ja. Gut. Ich brauche Ruhe. Kannst Lass du gerne uns haben. Kurz in Ruhe reden. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Das war doch mal ein Bauernhof, oder nicht? Habt ihr das Gebäude etwa renoviert? Ich brauche Ruhe. Wahnsinn. Und hier gibt's auch nichts Interessantes. Mach dich nützlich, Mora. Was stehst du da unter der Treppe? Ach, egal. Okay, Pflanzen gibt's hier sehr wenig. Ich brauche Ruhe. Was willst du, Mora? Aha. Also auch nichts drin. Kümmer dich besser um Lass deinen kurz Kram. In Ruhe reden. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Ja, hier haben die den Baum hingetan. Das gibt doch nur wieder... Kümmer dich besser um deinen Kram. Leck des Todes? Erstmal Pause machen. Okay. Schön, dass du erstmal Pause machst. Halt! Keinen Schritt weiter! Mach dich nützlich, Mora! Okay. Stör mich nicht! Erstmal Pause machen. Mach dich nützlich, ich brauche Mora. Ruhe! Ich ruhe mich aus. Komische Belia-Statue. Du musst weiter. Halt! Keinen Schritt weiter. Bist du hier schon lang stationiert? Ja.
Aber was geht dich das an? Sollen noch mehr Orkwachen kommen? Nein. Ich krieg den Job auch allein hin. Verschwinde. Was willst du, Mora? Okay. Halt! Mach dich nützlich, Mora. Okay. Lass mich in Ruhe. Was willst du, Mora? Du hast noch zu tun, Bester. Da bin ich mir sicher. Lass mich in Ruhe. Elite-Söldner. Was? Hast du nichts zu tun? Du warst genau. Ich brauche Ruhe. Was willst du? Ein Buchständer. Hier steht was über Alchemie. Sehr schön. Buchständer. Und Roba führte Krieg gegen die Orks. Und Innos Zorn fuhr auf sie herab. Und Roba war siegreich. Als seine Feinde besiegt waren, sprach Innos zu ihm: Hier sollst du dein Reich gründen. Und Roba tat es. Aha. Ja, da steht nichts. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Rudolf. Ich brauche Informationen. Hast du vielleicht irgendwas Außergewöhnliches in der Gegend um Treles beobachtet? Es gibt jede Menge Gerüchte über seltsames Zeug rund um Treles. Was meinst du damit? Angeblich sind dort unbekannte Wesen aufgetaucht. Menschen, die wie Orks aussehen. Hast du diese Wesen schon mal gesehen? Nein, ich habe nur von ihnen gehört. Wurden diese Wesen schon öfter gesichtet? Ja, das sind wirklich üble Zeiten. Kannst du mir sagen, wer die Wesen gesehen hat? Nein, tut mir leid. Ich brauche Ruhe. Ja, die Troglodyten sind dort. Ah, da komme ich jetzt nicht hin. So, und da ist er, der Teleportstein. Was willst du, Mora? Du musst weiter. Nette Rüstung, die er da trägt. Du weißt genau, woher unsere Gruppe. Lass mich in Ruhe. Ich mach erstmal Pause. Bietesöldner. Du musst weiter in Ruhe. Morok. Was willst du, Mora? Den Waffenbündel hätte ich gern. So. Machen wir einmal eine Rundschau. Du musst weiter. Verdammt, Mara. Lass mich in Ruhe. Okay. Nicht gesprächig. Nicht sehr gesprächig heute, die Orks. Todeslecks, ey. Ach, ich erinnere mich, hier kann man hoch, ne? Nein! Fuck it. Da, Ring. Tiere rufen. Wow, Tiere rufen. Den Zauber, den wir brauchen. Springe in den Tod. So. Den Teil haben wir auch erledigt. Ja, sieht nett aus. Waffenbündel. Du schleichst herum wie ein Dieb. Ein Mann? Wer bist du? Ein Bürger Myrtanas, so wie du. Ich. Mach hier keinen Ärger, klar? Unsere Orks werden dich im Auge behalten. Und jetzt habe ich zu tun. Haben die Leute unter den Angriffen zu leiden? Nein. Gorn greift ausschließlich militärische Ziele an.
Dann ist er also doch nicht so, wie viele behaupten. Ich glaube, wir haben genug geredet. Los, zurück an die Arbeit. Was für ein Bart. Mögen die Leute Torus? Und wird er von ihnen respektiert? Was? Klar. Torus hat Großes für Treles geleistet. Er wird Großes für Myrtana tun. Was meinst du mit für Myrtana? Ich meinte, dass er ganz Myrtana Frieden und Wohlstand bringen wird. Ein schönes, warmes Feuer. Du solltest jetzt gehen. Verschwinde. Was willst du? Du hast noch zu tun, da ist ein Morra. Unterbrich niemals, das ist mir hier sicher. Das sagst du. So, was willst haben du? Wir jetzt alles hier in der Burg? Hier können wir noch rein. Du hast noch das zu tun, da bin ich mir sicher. Da geht eine Teiltruhe, ja, die ist nicht wichtig. Erhag. Waren deine Leute schon mal in Geldern? Gibt es Pläne, Silden und Geldern anzugreifen? Nein, unser Ziel ist Burta. Weißt du was über die Magier, die sich mit Torus verbündet haben? Sie sind völlig unwichtig. Die Orks werden den Krieg entscheiden. Was willst du, Morra? Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Was willst du machen, wenn der Krieg vorbei ist? Ich bleibe in Montera und werde der nächste General. Glaubst du, Torus Armee ist stark genug, um Gorn zu schlagen? Klar! Wenn die Schlacht vorbei ist, wird Gorn um Gnade winseln, falls er überhaupt noch lebt. Okay. Da muss man hart durchgreifen. Ich probiere mal was. Ich will nicht, dass Gorn mich anspricht. Wenn ich ihn ansprechen muss, dann ist alles gut. Verflucht! Du schon wieder! Jetzt ist es wohl mit der Ruhe hier vorbei. Was ich so gehört habe, ist es jedoch sowieso nicht gerade ruhig und friedlich. Pass bloß auf, was du sagst, sonst gibt's was auf die Ohren. Gorn ist schuld an der ganzen Sache. Er hat mich zuerst angegriffen. Und für den Angriff gab es natürlich... Ja. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob es da was Interessantes zu holen gibt. Weißt du was? Du legst dich. Du legst dich am besten jetzt erstmal schlafen. Torus. Was hältst du davon, ja? Ist doch eine gute Idee. Holt. Schwere Truhe. Macht der Ahn. So, zu reden gibt es hier nämlich nichts. Zu lesen, meine ich. Lass mich in Ruhe. Was willst du? So, das haben wir auch mit der Familie. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Ruhe. Dann verschaff dir doch Ruhe. Leg dich ins Bett, schließ dich ein und dann hast du Ruhe. So. Nieder mit den Schlangen. Nieder mit den Häschen. Nein, das war's nicht. Jetzt. So. Haben wir hier noch was? Was Wichtiges. Verschwinde. Was willst du, Morra? Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Was willst du, Morra? Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Ich brauche Ruhe. Was willst du, Morra? Mhm.
Handeln. Das ist gut. Er hat zwei Hände, Langschwert, zwei Hände. Ja, ich kann ja. Ja, ich kann ja eine Menge verkaufen. Rostiger Zweihänder, weg. Bastardschwert kann weg, das kann weg. Bienenklinge kann weg. Schwert. Die ganzen Sachen können weg. Kein Mensch mehr. Jagdbogen, Bogen, normaler Bogen. Kraschmorre lassen wir mal. Das passt. Die 8 Goldstücke schenke ich dir. Kunst des Schmiedens. Hier steht etwas über die Kunst des Schmiedens. Das ist doch schön. Wenn du jetzt noch Schärfen beibringen könntest, ne? Wäre ich zufrieden. Klinge schärfen. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. In der Ruhe. Du musst weiter. Verschwinde. Schamane und Händler. Schwere Ork-Söldner-Rüstung. Ist doch mal was. Wort der Herrschaft. Du sollst mir folgen, sprach Innos, und der Mensch gehorchte. 35 Tränke, Waffensegen. Tag zu Nacht. Also hier sind die richtig geilen Zauber. Hier sind die richtig geilen Zauber. Gut, 20.000. Nein, den bitte nicht verkaufen. Den, das alles darfst du verkaufen. Berserker-Axt. Ruschpach. Ruschwarok. Klingenstab. Alles weg. Die können auch alle weg, bis auf der Helm bitte. Den nicht verkaufen. Den darf ich nicht verkaufen. Amulett der Magier. Eisschutz brauche ich nur eins. Der kann weg. Max Lebensenergie. Mana. Flieger mit Müll. Ausdauer auch weg. Schutz vor Eis kann auch weg. Da habe ich Magieamulett. Tiere rufen weg. Ich zauber eigentlich eh nie, aber hey. Einmal Nemora könnt ihr haben. So, nee, Fleischwanzentrank behalte ich mal lieber. Scavenger. All diese Scheiße, die braucht kein Mensch. Das. Oh, ich habe noch Nährscherkraut. Okay. Das Snapperkraut weg. Felsnessel, Wolfskraut. Die Scheiße braucht kein Mensch. Auf der kann ich nicht spielen. Ich bin nicht zum Rauchen hier. Das kann weg. 30.000 nochmal, okay. Waffensägen. 3.500, hier. Tiergestalt. Das ist auch cool. Seelenwanderung. Seelenwanderung.
Ha! Klar, nehme ich Seelenwanderung mit. So. Jetzt einmal hier hoch. Nett habt ihr es hier. Ich ruhe mich aus. Das ist schön für dich. Das freut mich, dass du dich ausruhst. So, von dort kam ich, genau. Hier ist das, dann ist hier ein Weg und hier. Dann haben die hier das Loch zugemacht. Interessant, ja. What the fuck, da ist der Fluss. Da muss ich aufpassen. Mach dich nützlich, Mora. Ich brauche Ruhmlust. Und mit den zwei habe ich schon gesprochen. Du hast doch Lass sicher noch was zu erledigen. So, den Alchemietisch habe ich gerne ausgeräumt für was euch. Willst du? Lass mich in Ruhe. Ich bin gerade in Gedanken. Die musste ich töten. Die war nämlich ganz dreist und hat sich mir in den Weg gestellt. Das geht gar nicht. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Ich brauche Ruhe. Halt! Was will... Halt! Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. So. Ich brauche Ruhe. Der kann mir Diebeshandwerk beibringen, okay. Ich werde mich ausruhen. Und der konnte mir das alles beibringen. Dazu bist du noch... 134 Stärke. Da. Nieder mit euch Schlangen. So, jetzt ab nach Gaedon. Wir haben es geschafft, Leute. Endlich. Endlich ist es vorbei. So, von dir nehmen wir uns jetzt erstmal das hier. So, dann handeln wir. All das, was ich nicht mehr brauche. Hatte ich da nicht noch jede Menge Zeugs? Nee, ne? Hatte ich nicht. Das. Trotzdem verkaufen. 45, 45, okay. Das hat uns gerade noch gefehlt. Kann dir doch egal sein. Hallo, kommst du von hier? Erkennst du mich etwa nicht? Nein, mich kennt doch jeder. Ich bin der Arena-Champion von Geldern, du Penner. Selbst die Blätter an den Bäumen erzittern bei meinem Anblick. Wahrscheinlich, weil sie sich vor Lachen kaum an den Bäumen halten können. Eine große Klappe hast du ja. Zeig mir doch mal in der Arena, ob du sonst noch was drauf hast. Na? Wie wäre es mit einem Kampf? Warum nicht? Die Frage kannst du dir nach dem Kampf selbst beantworten. Red mit dem Arenameister. Er wird den Kampf vorbereiten. Eigentlich sollte das so ein Warum nicht sein, nicht ein Warum nicht. Hallo, ich habe da ein paar Fragen. Ah, ein Krieger. Bist du hier, um dich mit mir im Kampf zu messen? Nein, ich habe doch gesagt, ich habe ein paar Fragen. Also doch nur ein Schwächling. Los, kämpf gegen mich. Beweis mir, dass du ein Mann bist. Na gut, wenn du unbedingt aufs Maul willst, kämpfe ich eben gegen dich. Sehr gut. Aber wenn du gegen mich antreten willst, musst du erstmal Johann besiegen.
Etwas Übung tut dir sicher gut. Was ist denn dieser Johann? Sollte der nicht eigentlich auch hier stehen? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Wahrscheinlich ist er weggepackt. Lass mich in Ruhe. Hier, das ist Johann, oder? Komm, tritt in der Arena gegen mich an. Ich werde dir auch nicht allzu sehr wehtun. Mach dir mal keine Sorgen. Wenn deine Fresse an meinem Stiefel klebt, tut mir das nicht weh. Hey, ich würde gerne wissen. Und ich suche jemanden, der in der Arena gegen mich kämpft. Na, wie wär's? Oder hast du etwas Schiss? Na gut, ich kämpfe gegen dich. Für ein paar Lacher bist du sicher gut. Mit einem gebrochenen Kiefer wirst du nicht mehr lachen. Wenn du mich schlägst, kannst du gegen Brennus kämpfen. Und wenn du ihn besiegst, darfst du gegen den Champion antreten. Ja. Interessant. Sehr interessant. Wir reden gerade. Waffenhändler. Aha. Erzfeihänder. Inquisitor. Krummschwert, Rubinklinge, Kriegshammer, Bartaxt, ja. Bartaxt 2. Die Axt spaltet ohne Schwierigkeiten Köpfe, Rüstungen und Knochen. Interessant. Ja. Interessant. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Interessant, interessant, interessant. Kümmere dich besser um deinen Kram. So. Nein, 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 nein. Schön das hier. Alles. Mehr brauche ich nicht. Kann dir aber egal sein. Das mache ich, wenn das soweit ist. Und sonst gibt's hier, glaube ich, nichts, ne? Dem habe ich gesprochen. Da war ich drin. Ja. Okay. Hier war ich überall drin. Hier gibt es halt nichts mehr. Ich könnte noch in die Mine gehen. Was willst du? Ja, ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Und dann machen wir die Arena-Kämpfe im nächsten Part. Wenn wir die Arena-Kämpfe durch haben. Ne, erstmal kämpfen wir gegen die vier Witzbolde hier. Das machen wir dann auch im nächsten Part. So. Arbeiten uns von vorne nach hinten. Hier ist nämlich nichts. Nur die Goldader. Ist jetzt Part 35, dann haben wir ein Part noch und dann machen wir eigentlich weiter, so gesehen, mit der Story. Eigentlich können wir jetzt weitermachen, ja. Wir haben ja die 5 Empfehlungsschreiben. Hust, hust, hust. Wir haben ja alle 5. Für Enoch, Anok. Ich vergesse das immer wieder, dass das Anok ist und nicht Enoch. Wir haben jetzt auch mit jedem gesprochen, mit dem wir sprechen konnten. Das haben wir auch geschafft. Wir müssen auch noch nach Kapdun runter. Fällt mir auf. Das machen wir dann, nachdem wir hier alles gemacht haben. Machen wir Teleport nach Kapdun. Weil Weingart muss sterben, das müssen wir nämlich noch machen. Aktuell machen wir mal bitte alle. Vereine Methaner, besorge Informationen, Liebesgilde, Weingart muss sterben. Anok und die 5. Und Merrillville, Dylans Amulett. Ja. Als wenn das so einfach wäre. Ich denk darüber. Gut, 4 Goldbrocken.
da auch noch mal eine Goldader. Hör bloß auf mit der Scheiße. So, da machen wir ganz schön viel Gold mit. Habe ich jetzt Schürfer eigentlich gelernt? Weiß es gar nicht. Wahrscheinlich, ne? Ja, habe ich. Kann auch Klinge schärfen lernen, das ist gut. Und das leider noch nicht. Dann lernen wir das halt nicht. Sowieso komisch, einen Jäger in so einer Rüstung zu sehen. Da ist nichts mehr zu holen. Okay, dann ist hier die letzte. Und Trank der Lebenskraft. Sehr gut. Den nehmen wir noch zu uns, den Trank der Lebenskraft. Und als Lagerfeuer setzen wir uns. Weil wir haben jede Menge Fleisch. 272, ey, ich fass es nicht. Ja, jetzt sind wir gut ausgerüstet für den, für die Story. Jetzt kommt auch pure Story nur noch. Ja. Pure Story halt. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ja, und damit bleibt mir nur eins zu sagen. Ciao. Bis zum nächsten Part.